Pfingstmontag 2022. Sachsenkanal, Sender Frei Sachsen. Mein Name ist Dieter Jörg List. Wir sind etwas eine Stunde vor dem Montagsspaziergang in Chemnitz vorm Nischel, vorm Karl-Marx-Kopf, und alles voller Polizei. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Einsatzwagen. Und ich wurde gerade vom Postenführer begrüßt. Guten Tag, Herr List. Für Sie wurde die Veranstaltungsfläche für Pro Chemnitz reserviert. Sind Sie der Veranstaltungsleiter? Ich sage nein, davon weiß ich nichts. Ich bin am Infostand, aber die Anmeldung hat jemand anders gemacht und ich weiß nicht, was in der Anmeldung drin steht. Aber ich bin am Infostand. Ja, Herr List, Sie müssen mit dem Infostand, wir haben die Fläche links vom Karl-Marx-Kopf für Sie reserviert, für die Freien Sachsen Pro Chemnitz, weil vorn rechts vom Karl-Marx-Kopf, wenn man davor steht, die Basis, die Partei, ihren Infostand hat. Und ich habe dann gesagt, wir wollten sowieso etwas entfernt dorthin Richtung Karl-Marx-Kopf, weil wir das auch etwas trennen wollten. Und ja, hin ist die Polizei und dann sind wir noch zweimal von noch einem anderen Postenführer angesprochen worden, weil wir die Lage sondiert haben. Aber alles sehr nett, sehr freundlich und kompetent und im Bürgersinne auch tiefenentspannt unserer Polizei. Vielen Dank. Und jetzt versuchen wir nochmal einen anderen Blick hier. Ne, geht jetzt gerade nicht. Ja. Also ich sehe jetzt im Umkreis von 50 Metern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Polizeiwagen. Dunkle Wolken sind dazu auch über Chemnitz. Wir haben natürlich keine Regensachen mit, aber hier wird mit Sicherheit was runterkommen. Und das ist erstmal die Einleitung zum späten Nachmittag, frühen Abend, Pfingstmontag 2022, Chemnitz vorm Karl-Marx-Kopf. Vielen Dank, bis später. Jetzt dürfen wir direkt vorm Karl-Marx-Kopf stehen, hat alles geklappt, Stand soweit aufgebaut. Karl Marx wacht über uns und beobachtet uns. Und der Stand ist noch rechtzeitig fertig geworden. Und hallo, herzlich willkommen. Ja, bist du einfach hier? Ja. Genau, jeder kann ich irgendwie das so kurz gerne mitnehmen. Wir freuen uns erstmal, dass ihr alle heute wieder hier seid. Warum ihr euch fragt, der nächste erst erzählt hat. Der nächste erst erzählt hat. Ein paar Meter weiter links. Und was haben Sie denn gemacht? Holger, ja, hallo, so, hallo, Grüße. Grüß dich. Ein paar Meter weiter links stehen. Hallo. Ich sag mal so, es wurde zitiert, die Basis und wir unterscheiden uns im Wesentlichen und deswegen möchte man mit uns nichts zu tun haben, was wir so erstmal gar nicht verstehen können, weil bis heute haben wir sie immer 30 Pölzer auf dem Telegram-Kanal beworben, den Landratskandidaten von ihnen unterstützt, bei uns auf dem Stammtisch durften sie Werbung für die Bundestagswahl machen. Und heute haben wir uns gedacht, Mensch, in Chemnitz möchten wir auch gerne mal einen Infostand machen, einfach um mal Präsenz zu zeigen, damit man einfach mal die Möglichkeit hat, so ein schönes kleines Fähnchen mitzunehmen. Und haben das am Freitag ordnungsgemäß angemeldet und heute wurde dann quasi festgestellt, dass wir doch bitte nicht dort stehen sollen. Ja. Eigentlich traurig, hier in Chemnitz, dachte ich, ist das schon lange überwunden. Ich meine mal, wir machen seit gut 20 Jahren hier Politik, egal ob 2015 bei der Asylkrise, egal ob 2018 bei dem fürchterlichen Mord, egal ob bei den Corona-Protesten, wir waren ja immer mit vor Ort gewesen und haben immer alle Akteure mit eingebunden. Tja, ich sag mal, ich will das jetzt vielleicht nicht ganz abschließend sagen, wir werden trotzdem nochmal das Gespräch suchen auf jeden Fall, weil Einigkeit macht stark. Wir müssen nicht in allen Punkten 100% übereinstehen, aber im Großen und Ganzen
sollten wir uns nicht ins Klein-Klein teilen lassen. Und ich denke, da spreche ich doch an der Stelle für euch alle. Und wir werden auf jeden Fall nochmal das Gespräch mit der Basis suchen und hoffen, dass sie sich dort an der Stelle umstimmen lassen, dass man nicht in allen Punkten übereinstimmen muss, aber zumindest im Wesentlichen an einem Strang ziehen sollte. Danke. Ja, das ist der gleiche Gedanken, ne? Gleichen Gedanken. Kannst du aber auch nochmal Robert bitte sagen? Ja, wir können doch per Du. Können wir das machen, ne? Können wir machen. Robert? Ich klebe, bis ich habe einen Apfel von den Affenpocken bekämpft. Ja, weil sie war vorne auch bei der Basis, hat die gleichen Argumente ausgetauscht. Und ich gehe jetzt auch nochmal hin und werde jetzt mitteilen, dass meine großzügige Unterstützung für den Herrn Frühmisch, die im vierstelligen Bereich sich teilweise bewegte, jetzt dann ausbleibt. Weil als ich mit dem sprach, habe ich noch nicht gewusst, dass sie euch verjagt haben. Und ich habe zu denen gesagt, ich finde gut, was ihr macht, aber warum? Es gibt so viele Kleinst-Splitterparteien, auch mit der AfD. Da haben sie mir die Gründe genannt, die waren natürlich wieder die gleichen Herkunft, ja, wie die zwei, ja, Aussagen. Ich sage, und denke mal drüber nach, wieder, was sind die Aussagen, ja, guck doch mal in die Zukunft. Und bei euch war es die 16, sonst nicht, nur die 16. Ich sage, ja gut, das ist wahrscheinlich die letzte Option von den Freien Sachsen. Steht ja sogar so drin bei uns im Programm, wo man sagt, wir möchten insgesamt mehr Autonomie, wir möchten über unsere Sachen selbst entscheiden. Das war ja sogar noch schlimmer, unser Infostand wurde einfach unterwegs aufgehalten, wurde gesagt, nee, ihr dürft hier nicht weiter. Dann haben wir erstmal dann... Nein, nicht von denen, von der Polizei, weil die denen mitgeteilt haben, dass wir nicht neben denen stehen sollen. Also unter anderem auch. Es herrscht Alkoholverbot. Die Reden dürfen nicht so laut sein, dass sie das Fest gegenüber stören. Es ist Hundeverbot. Das Anzünden von Pyrotechnik ist verboten. Ja. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Sieht ganz gut aus.